Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute ein kleines Weihnachtsvideo vom 24.12.2021. Ich hoffe, ihr wurdet gut beschenkt. Ich hoffe, ihr seid gesund, was eigentlich noch viel wichtiger ist. Ich hoffe, die Families bei euch, die Leute, die euch wichtig sind. Und ihr wisst schon so ein bisschen den Sinn von Weihnachten, nicht nur das Materielle. Aber ja, wem sage ich das? Ich, altes Konsumopfer, ihr wisst ja selber. Aber ich würde für mich doch selber behaupten, ich bin doch gut im Einklang mit allem so drum und dran. Ich bin glücklich, ich bin gesund, Family am Start, ich habe Sachen, die ich mir leisten kann, ich habe eine Arbeit, was willst du mehr, gell? So, und heute mal zu einer Sache, weil heute spiele ich mal so ein bisschen den Weihnachtsmann, das Christkind, ne? Er ist auch so mal ein Thema bei uns hier im Süden Deutschland, ne? Bayern, die letzte Ecke unten, der Zipfel zu Österreich. Bei uns kommt am Heiligabend zur Abendszeit das Christkind, nicht der Weihnachtsmann. Ich glaube nämlich in Norddeutschland ist es anders, da kommt der Weihnachtsmann. Ne? Und andere, wisst ihr, da kommt der Weihnachtsmann erst in der Früh am 25. Also bei uns kommt immer das Christkind, aber trotzdem, ich bin jetzt der Weihnachtsmann. Ne? So. es geht um eine Art Gewinnspiel, was ich gemacht habe. Da kommt jetzt so die Auflösung. Ich habe ja gesagt, Leute, die mich so supporten, gibt ja Leute, die kommentieren zum Beispiel unter einem Video immer schon gerne Erster. Ne? Warum sie das tun, weiß ich nicht. Das ist so eine Art Internetphänomen. Die haben da einfach Bock drauf, Erster zu sein. Ich weiß es nicht, wieso. Aber es tut natürlich den Traffic gut, natürlich. Ne? Da habe ich mir gedacht, hey, du musst diese Leute ja auch ein bisschen belohnen, pushen. Deshalb habe ich gesagt, wer jetzt bei meinen Videos allgemein fünfmal Erster wird. Ne? Ich habe mir das hier notiert in meinem Büchlichen, ne? Wie der Weihnachtsmann, ne? Habe ich mir notiert, immer jeden, der Erster war, da schreibe ich auch übrigens meine super tolle Ideen auf, weil wenn du eine Idee hast, ne, alles leer, wenn du eine tolle Idee hast, habe ich schon gemerkt, für mich so, notier es dir, du wirst es vergessen und irgendwann nach Jahren zum Beispiel kannst du die wieder hervorheben. So, und jetzt pass mal auf, hier, Erster, ne, Erster YouTube, hier habe ich eine Strichliste gemacht von allen Leuten, die Erste geworden sind und das gibt mir natürlich mein YouTube hier vor, hier in meiner Benutzerebene, da siehst du genau, wer Erster ist. Auch wenn wirklich auf die Sekunde genau drei Leute Erster sind. Ne? YouTube gibt vor, wer wirklich Erster ist. Und nach dieser Liste habe ich mich gehalten. Nicht selber irgendjemand ausgewählt, sondern hier. Ne? Und ja, wie spricht man das? iRosem oder LaRosem. Ne? Der ist fünfmal Erster geworden. Weit vorne. Ne? Es waren hier noch ein paar mit zwei Strichen. Tenkal Pan, 6, der ist zweimal geworden, Furkan Taz, Internet Rambo, Kirsten Wischtar zweimal. Also iRosem, weit mit Abstand, mit 5 Punkten Erster geworden und der hat natürlich ein Paket verdient. Ich zeige euch die Packages hier gleich, die habe ich mich zusammengerichtet, weil ich habe ja auch gesagt, ihr kennt es ja aus meinen Videos, mir wird oft gegönnt. Ne? Ich kriege Werbeprodukte, für die ich werben soll und die meisten der Produkte brauche ich einfach nicht. Und was mache ich mit denen? Ne? Was soll ich damit machen? Ich habe ja gesagt, hey, hier, die verschenke ich. Ob sie jetzt jemand anders brauchen kann, ist natürlich die andere Frage. Aber ja, auf eBay stelle ich die nicht ein, dass mir die Arbeit schon viel zu blöd für. Und vielleicht kann ich jemandem damit eine Freude machen. Ich habe das Package natürlich noch ein bisschen aufgestockt mit anderen Sachen, wo ich mir denke, ja, wer mich guckt, mich verfolgt, dem wird das eine Freude bereiten. Ne? So, das ist jetzt hier der Erste. Und heute jetzt gerade, ich habe nämlich heute schon wieder ein Video veröffentlicht, ist auch schon der bekannt geworden für denjenigen, der immer Zweiter geworden ist. Ne? Ich habe nämlich gesagt, wer Erster wird und wer Zweiter wird. Und zwar ist Zweiter geworden hier. Gaming Lifestyle. Ich habe jetzt hier den fünften Strich nicht dazu gemacht. Da müsst ihr euch jetzt dazu denken, weil jetzt gerade ist er natürlich fünfter geworden. Gaming Lifestyle. Ihr sollt mir übrigens auch auf Instagram schreiben, damit ich eure Adressen herausbekomme, ne, wo es hingeht. Auch mit Abstand weit, ja schon mit. Furkan Taz ist dreimal Zweiter geworden. Ne? Also trotzdem, jetzt ist das Gewinnspiel vorbei mit Erster und Zweiter. Und ich habe auch gemerkt, es ging recht schnell. Und ich finde jetzt auf lange Sicht hinweg, weil ich fand das eigentlich auch lustig, diese Strichliste zu machen. Ne? Ich habe eigentlich gedacht, es geht viel länger, aber dieser LaRosem war doch echt fix unterwegs. Das musste ich erst mal schaffen, so schnell ein Video zu klicken. Also der hängt ja die ganze Zeit am Handy. Er hat doch keine Freizeit. Nein, aber alles gut. Jedenfalls habe ich mir gedacht, das dauert doch, ist doch ein bisschen zu schnell und da fehlt die Herausforderung. Und jetzt gleich daraufhin habe ich mir gedacht, ich mache ein zweites Gewinnspiel, ne?
das sich ein bisschen länger hinzieht und das ein bisschen schwieriger wird. Weil zum Beispiel auch beim Zweiten, ne, wer jetzt immer Zweiter geworden ist, wenn du zum Beispiel weißt, das Gewinnspiel im Ersten ist vorbei, jetzt geht es nur noch um den Zweiten, dann könnte ja der Erste, der als Erstes einen Kommentar da lässt, Zweiter schreiben. Aber das ist ja fast geschummelt, weil nur der Zweite ist ja wirklich Zweiter. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache jetzt ein Gewinnspiel mit dem Fünften. Du darfst also nur kommentieren, wenn du Fünfter bist. Wenn du wirklich Fünfter bist, wenn du wirklich das fünfte Kommentar bist, musst du Fünfter schreiben. Ne? Dann zählst du als Fünfter. Das ist das neue Package. Weil ich habe ja auch gedacht, dass ich die Packages ein bisschen voller bekomme über die Zeit hinweg, Wochen, Monate. Umso mehr Sachen ich geschenkt bekomme, umso größer wird das Package. So, jetzt ist es gar nicht so groß geworden. Verstehst du? Vielleicht sind da mal nach einem Jahr, wenn man Fünfter jetzt macht und keiner gewinnt das, vielleicht ist das Package tonnenschwer mit Tausenden von tollen Sachen. Weißt du, was ich meine? Ich bin natürlich ein bisschen überzogen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Check das Prinzip. Also, wirklich, jetzt in Zukunft zählt nur noch der Fünfte und du darfst natürlich jetzt nicht mit dem gleichen Profil schreiben, Erster, Zweiter, Dritter, Vierter, bis du Fünfter bist. Nein, es zählt wirklich nur der Fünfte. Der fünfte Kommentar muss Fünfter sein. Wenn es der fünfte Kommentar zum Beispiel heißt, Mike, du bist der Beste, dann ist die Chance unter diesem Video vorbei und du kannst nicht mehr Fünfter sein. Verstehst du? Das nehmen wir jetzt so genau, ganz genau. Du kommst nicht mehr aus. Könnt ihr mir folgen? Das ist wirklich sehr wichtig, dass ihr das Prinzip von diesem neuen Gewinnspiel versteht. Ne? Nur, also du musst das wirklich timen. Du musst das timen, du musst das Video beobachten. Verstehst du? Ha? Das ist doch mal eine Ansage. Und ich finde, das mache ich jetzt mit dem fünften und mit dem zehnten Kommentar so. Ne? Wieder zwei Packages für den fünften und für den zehnten. Aber du musst wirklich das fünfte Kommentar sein. Vielleicht hast du ja mehrere Accounts. Dann musst du mit dem ersten Account erstmal hochpushen, bis du vielleicht auf Kommentar 4 bist. Und dann wechselst du schnell das Kommentar und wechselst dann auf dein fünftes und schreibst fünfter hin. Und dann hast du einen Strich bei fünften. Ne? Fünfmal fünfter, fünfmal zehnter. Und das ist jetzt das neu laufende Gewinnspiel. Bin gespannt drauf. Ich finde das eine coole Idee. Ich bin einfach ein Marketing-Genie. Wahnsinn, sozusagen. Ich sollte man eigentlich einstellen. So, und jetzt noch mal ein bisschen, um zu pushen, was es denn dafür überhaupt gibt. Wo waren jetzt die Packages hier für den ersten? Was hat die hier? Das war das hier. So, habe ich mir überlegt. Pass auf hier. So, das hier bekommt der erste geworden ist. So, einmal ein T-Shirt. Ne? Ihr müsst mir nochmal die Größe schreiben, dann kriegt ihr nämlich noch eins von mir, von Mr. Mike Production. Shot Luck von Skills, kennt ihr? Hä? Damit hat Stephen Curry seinen Dreier perfektioniert. Mit diesem Wundergerät. Habt ihr das Video gesehen? Irgendwo hier verlinkt. Ansonsten, ihr wisst vielleicht schon Bescheid. Ja, habe ich mal von Molten geschenkt bekommen. Eine Ball Pressure Gorge? Spricht man das denn bitte aus? Also du kannst damit den Luftdruck im Ball messen von Molten, ne? Wie gesagt, es sind Sachen, die ich nicht brauche. Erwarte jetzt hier nicht, dass ich die Autoschlüssel von einem Ferrari schenke oder sonst was. Das ist ja natürlich, ne? Eine And-One-Trinkflasche. Aber es sind natürlich auch Sachen, die ein Baller gebrauchen kann. Ne? Eine niegelnagelneue Mr. Mike Production Cap, Snapback, Bag on the Head, you know. Ja, Mann. Und von NBA 2K22 eine Umhängetasche. Natürlich auch alles niegelnagelneu, ne? Nie benutzt. Es kommt hier alles rein. Das ist jetzt ein Ilo-Sam an den ersten. Ich weiß schon Bescheid, ich kenne mich aus, wie es ist. Ne? So, das ist das erste Package für den, der erste geworden ist. Wie gesagt, erster zählt jetzt nicht mehr, jetzt zählt nur noch fünfter. Ihr könnt natürlich immer noch erster schreiben. So, das ist das erste Package. Ah, ich habe noch was vergessen, Alter. Hier, schau mal. Natürlich noch eine Karte dazu. Nice, ich habe schon nettes Merch, Alter. Und ein Sticker-Package. Dieses Sticker könnt ihr übrigens auch bei mir bewerben im Shop. Ich habe auch schon echt nice Sticker, Alter. Ne? Das ist alles on point. Das ist alles on point, ne? Sticker, natürlich so ein bisschen Schleichwerbung. Vielleicht freut er sich da auch drüber. Du weißt ja auch nicht genau, ey, du kannst ja nicht jedem individuell sagen, hey, über was freust du dich, über was nicht. Das ist auch immer ein bisschen schwierig. Verstehst du, das ist ja auch Mr. Mike. Wieso schaust du mich sonst? Verstehst du? Ja, das kommt auf jeden Fall hier noch mit rein, damit wir nicht vergessen. Das ist das für den ersten. Hier. Weißt du, was wir noch machen? Jetzt weiß ich natürlich nicht, hier. Die packe ich auch noch mit rein, aber nur eine. Hä? Das ist natürlich die Frage, wer möchte welche? Wer ist cooler, Tupac oder Biggie? Boah, Alter, das ist eine Frage, möchte ich nicht beantworten. Ich hasse auch solche Fragen. Besser Xbox oder PlayStation? Hau mir ab mit diesem ganzen Scheiß.
jetzt einfach mal hier mit rein. So, siehst du, das sind so Dinge, wo ich sage, hey. So, das ist das Package für den zweiten. Das haben wir hier. Der bekommt natürlich auch Sticker. Ne, Sticker hier natürlich. Ein Basketball-Shirt. Ganz was Individuelles. Ich weiß gar nicht mehr von dem. Kennt ihr noch das coole Teil von Skills? Ja, was? Habe ich auch noch ewig im Schrank drin hier. Damit kannst du auch deinen Wurf verbessern. Eine limitierte Mr. Mike Hose in Schwarz. War nämlich fast. Also, ich wollte die in Weiß haben und nicht in Schwarz. Kannst du auch super zum Baden hier nehmen. Eine super Hose. Eine Spalding Trinkflasche. Eine Tasse von NBA 2K22. Und noch einen Zack Bag von End One. Ja? So, das bekommt alles der Ding. Ich finde, das sind nette Packages, verstehst du? Das ist doch nice. Such erstmal jemanden, der so ein fettes Package zusammenstellt. Ne? Okay, würde ich schon sagen. So. Schön eingepackt. Ja, Mann. So. Und jetzt pass auf, jetzt habe ich nämlich noch einen jemanden. Jetzt habe ich fast den Namen vergessen. Und zwar, ich habe hier wirklich jemanden, der kommentiert unter jedem Video. Ohne Witz, ich weiß nicht, wieso er es tut. Er kommentiert unter jedem Video bei mir. Alle Like dalassen. Er schreibt immer das Gleiche, und zwar JJ. Profilbild Kobe Bryant. Ich habe ihn auch schon geschrieben. Er soll mir doch bitte mal auf Instagram schreiben, damit ich mit ihm privat in Kontakt kommen kann. Er hat noch nicht darauf reagiert. Ich warte drauf, weil... Ey, ich weiß, wie gesagt, nicht, warum jemand sowas macht, so alle Like da lassen. Der hat jetzt auch schon 66 Herzen von mir bekommen, weißt du, das finde ich halt nett, dass so jemand was macht. Ich weiß ja nicht, wieso er es macht. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob er meine Videos anschaut. Vielleicht schreibt er das nur und ist dann wieder weg. Ich habe keine Ahnung, vielleicht sieht er das jetzt ja auch nicht, weil das Video ist jetzt auch schon wieder 12 Minuten lang, aber ist auch so ein kleiner Test, ne? Ob er es sieht oder nicht. Jedenfalls, ich habe ihm auch ein Package zusammengestellt dafür, alleine dafür, dass er supportet, verstehst du? Und das ist für mich auch das Wichtige, wenn ich jemandem was schenke, ne? Was schenke, dann möchte ich natürlich nicht einen Schmarotzer, muss ich so sagen, der mit mir nichts zu tun hat, der meine Videos nicht schaut, der nur schnell herkommt, weil er halt was geschenkt haben will. Solche Leute gibt es im Leben. Nicht nur im Internet, allgemein im Leben. Ne? Aber der halt, finde ich, real, der pusht mal Traffic so ein bisschen, versteht ihr? Da, da denke ich mir, ja Mann, dem musst du was geben, Alter. Das finde ich einfach nice, sowas. Verstehst du? Daher auch ein Snapback, Hairback und Head, eine Mr. Mike Production Hose, Schlüsselanhänger, auch natürlich die Sticker und was hatte ich noch? Hatte ich nicht noch was? Irgendwas finde ich schon noch, dass halt das Package hier schön voll ist. Ne? Das machen wir einfach voll. Natürlich noch hier eine Karte dazu. Ja, Mann. Er muss sich aber noch bei mir auf Instagram oder sonst irgendwo melden, weil ich habe seine Adresse jetzt gerade nicht. Das ist nämlich das Nächste. Ja, Mann, und das ist jetzt hier schon mal, was bei mir so ging. Ja, ein bisschen Weihnachtsmann. Ein bisschen das Christkind spielen, oder? Ja, Mann. Das war's schon wieder. Ansonsten, ja, genießt die schöne Zeit, die Feiertage. Ich habe auch 10 Tage Urlaub. Boah, nice. Ist schön einfach. Ich genieße die Zeit auch. Ja, Mann. Also, Feedback geben. Vielen Dank an alle da draußen. Jeden Supporter, jeder, der hier mit dabei ist, mit der Mr. Mike Army oder sonst wie. Irgendwie supportet, Traffic, Kommentar da lassen. Ihr wisst es ja. Ich sehe schon alles. Kommentare und so, wer oft regelmäßig kommentiert, Mitglieder natürlich alles. Und ja, wer mir gibt, den möchte ich auch zurückgeben. Also ich bin halt so ein Typ, verstehst du? Wenn ich immer sehe, jemand ist hier immer am Start, es ist halt, weißt du, Karma. Der Fluss des Karma. Ja? Also, Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, 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 Mike, Mr. Mike, Mike.